Aha. Hier, deswegen brauchen wir das. Ist es deswegen aufgekommen? Wegen dem blöden Quatsch da? Die schlafen jetzt untätig, ist in Ordnung. Wo sind die Flotte überhaupt? Da. Wie war das noch? Die sollen jetzt zusammenschließen, zusammenfassen. So, dadurch kommen die jetzt erstmal sind zusammen. Hier haben wir eine Forschung, neue Forschung. Warp-Antrieb 3. Barriere-Punktverteidigung. Nehmen wir das erst einmal. Weil die Forschung jetzt richtig lange gerade dauert. Trümmer analysiert, okay. Langte das für die Forschung, dass es jetzt weitergeht? Nee, noch nicht. So, jetzt sind wir wieder drin, haben 6K. Das ging auch sehr schnell. Und jetzt haben wir hier das nächste Schiff, was gebaut wird. Bauen, da kommt dann noch eins. Ne, dann warte mal, dann bauen wir nochmal Kalkkreuze dazu. Wir bauen nochmal zwei. Eigentlich ist das auch totaler Quatsch, Kalkkreuze zu bauen. Wir bauen lieber ein Schlachtschiff. Wir bauen lieber ein Schlachtschiff. Wir müssen uns immer noch überlegen. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Berichte von höheren Leuten darauf hin, dass die Produktivitätsarbeit in letzter Zeit nachgelassen und sich mehrere Prozentpunkte unterhalb des Koordination durchnutzt hat. Unter Umständen könnte dies an den systemischen Effekten der Freuen auf den höchstwahrscheinlich trifft das zu. Wir haben ein spezielles Forschungsprojekt ausgegeben, damit wir effizient unsere Produktionsverteilung erhöhen wollen, um den Verlust aus. Okay, stopp. Gehe zu. Wir haben sowieso noch das Forschungsschiff hier. Zack. Nee. So, wir haben hier das Schiff. Ach nee, was braucht man dafür? Wissenschaftler, Fähigkeit 2, Fähigkeit 2 hat 3 höher. So, was hat der? Der hat doch was? So, wo ist denn das andere Forschungsschiff? Das ist hier unten. Man hat doch alles soweit aufgedeckt, oder? Ja, alles soweit aufgedeckt. Anführer, Wissenschaftler, Weilreich hat Fähigkeit 4. Okay. Das heißt, wir müssten den hier kurz austauschen. Wo war das denn? Wenn wir jetzt hier den tauschen, gegen diesen. Ja. Und sagen dann hier, nein, scheiße. Sagen dann hier, Web erforschen. Und nehmen jetzt hier rein, den der noch verfügbar ist. Das ist sie hier. Die hat nämlich, machen wir es einfach so, tauschen einfach mal. Nehmen wir dann Zweier halt rein. Ist halt so. Dann wollen wir dann mal gucken, was er da erforscht. Auf alle Bereiche der Produktion und anderer Pflichten auf Phantomia wurden weitreichende Veränderungen der Zeitmanagement-Paradigmen und der Delegationsverhandlung angewendet. Mit guten Resultaten. Die Bevölkerung hat das offensichtlich verlangen. Äußere Beobachter würden es als Bedürfnis bezeichnen, sich in nächster Nähe zu einheimischen Pflanzen mit aufzuhalten. Auch ausgeklügelten Zeitplanern sind zusätzliche Überprüfungen in der Realität und zwar weiter niedrig, ist aber wieder über die Untergrenze des Akzeptanzbereichs gestiegen. Gute Arbeit, okay. No. Ja, gut. Man könnte sagen, wir sind halbwegs stoned und ja. Ja. Die sind halt stoned. Oh, guck mal, wir haben ja noch gar kein Solarding. Feldpulsum ist 15, Feldpulsum plus 10, Zufriedenheit plus 10. Aber irgendwie... Ja.
Planetenbefestigung 1400 von 1700. Gut. Hier ist wahrscheinlich auch später Terraforming möglich. Trockene Festung, ne, zur Adrida-Welt oder zur tropische Welt. Geht aber nur, wenn man... Wir haben keine Terraforming. Tropische Welt... Gott, eine tropische Welt denn? Okay. Ich wollte hier schon mal. Das, da kümmern wir uns aber ein andermal drum. Genau, aber da können wir uns erstmal hier unten mal das anschauen. Reactora. Terraforming. Oh, noch 890 Tage. Ist ja nicht mehr ganz so viel. Da ist schon ein bisschen was bei rumgekommen. Oh, was ist das denn hier? Oh. Fest verwurzelt. Eine kurze Erhöhung hat ergeben, dass die Bewohner von viel unwahrscheinlicher als andere Koordinationen Bewohner auf anderen Planeten. Die Bewegung geht aber nicht auf die Frage ein, ob dies an einer psychologischen Einheit von den Schwachen liegen könnte. Die Familie mit ihr verwandten Pflanzen hervorgerufen werden. Verblüffend, was ist das? Hinzu verblüffend. Holla die Waldfee. Wupp, wupp. So, stopp. Handelsangebot. Sternkarten. Zustimmen. Was haben wir hier denn? Hier haben wir das dazu. Okay. Jetzt müsste unsere Flotte... Hat jetzt 7K. Sehr schön. Hat jetzt auch schon 5 große Schiffe. Immer noch überlegen. Woran wird das denn bemessen? Ebenbürtig. Ha! Überlegen. Bewältigend. Die Produktivität sinkt zwar nicht mehr, dafür aber steht die Koalition zwischen der Kolonie auch immer und der Hauptbewegung kurz vor dem Zusammenbruch. Hohe Beamte auch immer werden immer distanzierter. Die Beamten beschweren sich, dass selbst das Weiterleiten einfacher Direktiven zu einer frustrierenden Angelegenheit sind. Seufzt. Das heißt, eine administrative Arbeitsgruppe entwenden. Alarmstufe Malva. Ja, machen wir so. Also ich will den Planeten ungern jetzt verlieren. Mann. So. Oh, die sind immer noch überwältigend. Überlegen. Ebenbürtig. Gelb. Und auch ebenbürtig. Wir haben jetzt auch 26 plus. Und werden hier tatsächlich nochmal... Ah, da ist immer noch eins im Bau. Ja, doch drei denn. Okay. Doch, kommt hin. Da waren 4. Stimmt, dann passt das ja auch. Okay. Dann warten wir jetzt erstmal ein bisschen. Kolonien, glaube ich, haben wir jetzt mal alle soweit besetzt. Das heißt, lassen wir erstmal soweit. Transportschiffe. Okay. Puh, ja. Hier wird das Schiff gerade oh. Anscheinend ist das hochqualifizierte Verwalterteam, das wir nach Wellen geschickt hatten, umgedreht worden. Zu unserem Glück führten sie ihr Komplott zu wenig möglich zu arbeiten recht schlampig aus. Ihn wundert so, dass wir es schnell entdecken konnten. Dafür werden Köpfe rollen. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Denn unser letzter Ausweg ist die Absetzung der lokalen Regierung und die Verwaltung der kolonialen Angelegenheiten von Hauptbild aus. Schön wird das nicht werden. Das ist ja auch... Alter Schwede. Ne, die war irgendwie hier... Die war doch... Kriegserklärung nicht für uns. Das ist das, Raumhafen, Baureihe. Das müsste dann das Schiff sein, was fertig ist, ne? Hier sind wir wieder auf 9K hoch. Das ist hier nämlich, ne? Das ist so krass. Was ich euch da angeboten habe. Und ihr tretet das mit Füßen. Ne, plus 10. Minus 15. Dann wieder plus 10. Plus 70%. Das ist doch... Der Planet ist echt... cool.
Zur Not haben wir ein Konstruktionsschiff da irgendwo in der Nähe. Was ist das? Aha. Ach, Roll, da hätte ich auch... Ja, okay. Die haben nämlich auch nicht so viel. Vielleicht können wir da bei Terraforming irgendwas machen. Verbesserungskosten. Schiffe. Minus 15. Biolabor 2. Flottenakademie. Große Flotte. Vorhandenes Wissen über das Verhalten im Gefecht ist nutzlos, wenn es keinen strikten Code gibt, der seine Umsetzung regelt. Ja, nehmen wir das doch. Hört sich doch supi an. Finde ich persönlich. Dann werden wir hier doch nochmal Terraforming gehen, also schon vorher. Hier mal reingucken, wie weit... Ja, wir haben unsere ferngesteuerte Regierung... Oh ja, nun fest etabliert. Sie hatte einige Erfolge damit, den Wildwuchs der planetaren Pflanzenmachen zu unterdrücken und auch die Akzeptanz der Menschen ihren Missbrauch zu sortieren. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass der Akt so unschuldig und harmlos ist, wie an einer Blume zu riechen. Verblüffend. Ja, dennoch... Ne? Ist es halt so. Jetzt habe ich einen Fehler. Warum? Okay, gut. Ne. Achso, es ist, weil... Überall. Okay, okay. Was? Mitglied von angemessener Achse. Angemessenen Achse. Hm. Okay. Unabhängig. Unabhängig. Okay. Echt Mitglied? Wo steht das? Ach. Ach, die haben das irgendwie benannt. Okay. Na gut, ja. So. Baut er jetzt hier? Ist er am Bauen? Gut, was haben wir hier jetzt bekommen? Migrationszugang. Verschiedene außerhalb unserer Kontrolle liegende Umstände haben uns keine andere Wahl gelassen, als euch diese großzügige Handelsangebote zu unterbreiten. Eine Chance werdet ihr wiederbekommen. Zustimmen. Das waren noch die hier, ne? Ja, ne. Hatten wir da überhaupt schon eine Botschaft eingerichtet? Ja, doch, hatten wir eine Botschaft zurückgeobert und haben auch eine Botschaft hier eingerichtet. Genau da. Hatten die auch denn... Hat Handelsabkommen mit. Aber mit vielen hat so ein Handelsabkommen, ne? Ist ja nichts Besonderes hier, ne? Also, ganz schön schlampig schon ein bisschen. Konstruktionsschiff, geht das so schnell? Zack. Zack. Terraforming. Ja, ich möchte gerne wissen, was das jetzt... Machen wir tropische Welt raus. Dauert halt ein bisschen auch, ne? Genau, was ist das hier überhaupt? Liga wurde über Terraform verändert zur Ozeanwelt. Oh! Yay, 65! Sehr schön. Jetzt kann man immer noch Terraform machen, indem man so... Ah, und dann kann man es wieder dazu... Benötige Ressourcen, eins davon. Ja! Und wieso habe ich das nicht? Und wo sehe ich das, wo ich das habe? Und... Warum ist doch... Da zwei... Ja. Was hat das jetzt an Unterhaltskosten? Soll ich das noch stehen lassen erstmal? Absenden und verbrennen. Unsere ferngesteuerte Regierung von ist weiterhin ein selbstständiges Organisierendes Arrangement. Der machthabende Rat hat sich an die Qualität einer Fraktion unserer Streitkräfte auf Planeten gesichert. Anscheinend bleiben sie lieber in ihren Kasernen, als die neue von einfach. Die ferngesteuerte Regierung möchte mit diesen Truppen eine Offensive gegen die Blumen starten. Dazu sollen Atmosphärenreiniger aufgestellt und die Pflanzen vollständig machen. Okay. Hätten wir vielleicht von Anfang an machen sollen. Toll, toll, toll. Aber guck mal, das ist schon mal super. Das heißt schon mal 65%. Das ist schon schön. 65% ist doch wesentlich besser. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt.
Das ist cool. Also das ist natürlich auch ein cooles System, dass man Terraforming begehen kann oder machen kann. Das ist bloß so lang, so lange, ist natürlich klar, Terraforming ist ja nicht schnell, ne? Dauert halt seine Zeit, sagen wir es so. Nicht, dass es zu lange dauert, aber es braucht halt seine Zeit. Ist das hier, sind das die? Nee. Nee, nee, das sind nicht die, ne? Nee, das sind die nicht, okay. Hier wird auch gerade, wie gesagt, Terraforming, glaube ich, begangen, ne? Genau. Zur tropischen Wald. Und die kann man später wahrscheinlich dann auch irgendwie zu was anderem machen. Jetzt, guck mal, hier haben wir da einen davon. Wird auch abgebaut. Und auch einen davon. Wird auch abgebaut. Haben wir dann irgendwo so ein Konstruktionsschiff? Wenn man darauf geht, sieht man hier alles. Da haben wir auch das, da haben wir das. Die haben jetzt auch wirklich angefangen, alles bis auf da abzubauen. Da ist irgendwie gar nichts. Da haben wir auch das, das. Gut, hier haben wir es noch nicht gemacht. Gut, aber... Oder zählt das nicht dazu, weil das nicht in deren Raster ist? Das kann natürlich sein, dass das nicht da ist und dann wäre das nicht dazu. Kann natürlich gut sein. Und rein. Was ist da passiert? Ist es im Camp? Das ist jetzt... Was? Warte, was ist hier passiert? Kreuzer gegrüßt, kommst du mit Fragen oder mit Antworten? What the fuck? Wer bist du? Ach nee! Das sind die hier! Ha! Okay. Ach so. Ja gut, da müssen wir uns mal Gedanken drum machen. Okay, da hat sich also eine kleine Gesellschaft der Doofen sich so weit entwickelt, dass sie jetzt eine Raumfahrtwelt sind. Okay, da mache ich mir mal Gedanken drüber, ob wir die einfach erobern sollten. Dafür haben wir unsere Flotte. Ich frage mich, was passiert, wenn ich da jetzt... wir haben über euer Bündnis... Aber leider ist das nichts für uns. Wenn ich das schon höre, ey, dann kriegt ihr gleich hier schon auf die Fresse, ne? Also... Was haben die gleich da? Nein. Ihr sollt da nicht hingehen. Wir wissen, was passiert. Nein. Wir könnten das zwar machen und die uns einverleiben, das müssen wir uns aber noch überlegen, ob wir das wirklich so machen. Deswegen, also das kann natürlich auch zu einer Gefahr werden, wenn man da jetzt lange hin und her überlegt. Und ich möchte nicht für unser Reich jetzt in Gefahr haben. Deswegen, das überlege ich mir halt in Ruhe. Wir machen hier einen Cut. Das langt dann erstmal wieder. Und dann werden wir gucken beim nächsten Mal. Jetzt machen wir hier Minus, jetzt machen wir diese Minus-Credits. Ich jetzt mal wieder Plus, okay. Gut, ja, auf einmal wieder mordsmäßig plus, gerade eben mordsmäßig minus halbwegs. Lassen wir so stehen, ist in Ordnung. Wir machen jetzt hier einen Speicherstand. Wie immer nennen wir es dann einfach mal die Kalimbe-3. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.